Es ist kurz nach 7 Uhr. In der Werkstatt beginnt der Arbeitsalltag. Für Benne und seine Kollegen ist heute wieder viel zu tun. Auch im Büro herrscht reger Betrieb. Werkstattleiter Michael sitzt gerade am Arbeitsplan seiner Monteure. In der Werkstatt steht heute an, dass der Benne sich an den Kran ranmacht und da die Steuerketten bzw. Laufketten für die Ausschübe fertig macht. Die sind schwergängig und verschlissen, die kann man nicht mehr nachstellen. Das heißt, die Einsteller sind vorne und hinten schon am Ende. Und dann werden wir den Kran zerlegen und die Ketten erneuern. Bei dem Kran handelt es sich um einen 11 Meter langen und über 2 Tonnen schweren Hiab-Kran. Dieser gehört zu einem MAN-Truck. Das Problem? Ausgerechnet dieser hat einen Motorschaden. Benne sitzt bereits seit ein paar Tagen an der Reparatur. Bevor der Motor nicht läuft, kann es auch nicht losgehen. Da sind wir jetzt in den letzten Zügen. So, und wenn wir den Motor fertig haben, dann geht es halt an den Kran. Und das Problem von dem Kran sind einfach die Ketten. Man sieht, dass sie so durchhängen und dass diese Wellen haben. Also sprich, die Kette ist einmal verschlissen von der Länge her und die sitzt fest. Also die einzelnen Kettenglieder sind nicht mehr gangbar. Und da wir den jetzt sowieso noch diese Tage ausgeplant haben, machen wir das in einem Zug mit, damit wir den nicht wieder reinholen müssen und wieder 2 Tage Stillstand haben. Und wenn wir den Kran sowieso schon mal zerlegt haben, dann machen wir auch sofort alles neu. Sprich prophylaktisch schon mal die Umlenkrollen, Laufrollen, diese Gleitstücke. Nach ein paar Stunden läuft der Motor. Jetzt kann der Kran ausgefahren werden. Kollege Gerold kümmert sich darum, während Benne schon mal einen Stapler holt, der später für die Reparatur wichtig sein wird. Neben Gerold hat Benne heute auch Hilfe von Azubine Anna. Zu dritt machen sie sich an die Arbeit. Doch bevor es an die verschlissenen Ketten gehen kann, müssen zunächst die Hydraulikschläuche gelöst werden. Man muss sich ja so vorstellen, die Schläuche gehen bis nach vorne. Und wenn ich den jetzt so rausziehen würde, würden die Schläuche hängen bleiben. Irgendwie muss der Drehservo und die Zange und funktionieren. Wie habt ihr solche Kranarbeiten? Regelmäßig. Solche großen Sachen nicht, aber Kranreparaturen regelmäßig. Nach einer halben Stunde sind alle Schläuche frei und können somit rausgenommen werden. Jetzt geht es an die Ketten. Nach wenigen Minuten ist alles so vorbereitet, dass das Schiebestück vom Kran getrennt werden kann. Nun kommt auch der Stapler zum Einsatz. Vorsichtig hebt Benne die Gabel an, während Gerold am Schiebestück zieht. Nach der Trennung können sich die beiden Monteure an die innenliegenden Ketten machen. Bei der Demontage achtet Gerold genau auf die Positionierung. Weil der Abstand muss ja nachher wieder genau gleich sein, sonst fährt das Stück ja da hinten entweder raus oder fährt vorne zu weit raus und klemmt dann hier an der Hardware. Doch das wird nicht passieren. Fertig. Die beiden wissen, was sie machen. Der Zustand der Kette wird jetzt noch mal besonders deutlich. Ja, das ist ja leider schon hier, ne? Schau. So hart darf eine Kette nie sein. Die bleibt ja von alleine stehen. Siehst du? Kann ich ja formen, kann ich hier. Siehst du? Gut, dass nun eine neue eingebaut werden kann. In den nächsten 2 Stunden stehen viele kleine und frickelige Arbeiten an. Sorgfalt ist hier besonders wichtig. Schließlich soll der Kran in Zukunft wieder Lasten von bis zu 4 Tonnen tragen können. Nachdem das Innenleben wieder an Ort und Stelle ist, wird das Schiebestück wieder eingesetzt. Doch was steht jetzt an? Ja, das Ganze wieder zurückgebaut werden. Schläuche wieder durch, Drehservo wieder anbauen, Ketten spannen, Kran abschmieren. Ein bisschen ist noch. Während sich Gerold und Anna um das Einspannen der Ketten kümmern, holt Benne schon mal die Umlenkrolle. Der Zustand der alten war nicht mehr optimal. Um spätere Schäden zu vermeiden, wird also eine komplett neue eingebaut. Die Arbeiten am Kran schreiten gut voran. Knapp 5 Stunden sind nun um. Höchste Zeit für Werkstattleiter Michael, mal vorbeizukommen, um zu schauen, wie die Reparatur so läuft. Zusammen mit Benne und Gerold wirft er einen Blick auf die Schläuche. Soweit sehen sie gut aus. Doch beim Drehservo sieht das Ganze schon anders aus.
Einen Moment, hier. Defekt. Darum macht ihr jetzt alle vier neu oder die sehen alle so aus? Ich habe alle einen weg. Da, 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 hier. Also was habt ihr immer auf Lager oder wie? Hier haben wir auf Lager, ja. Nachdem die alten Schläuche ab sind, geht Benne zum Ersatzteilregal. Die passenden Größen sind schnell gefunden. Nach ein paar Handgriffen ist der Drehservo wieder komplett und kann eingesetzt werden. So, jetzt kommen die letzten Leitungen drauf. Und dann sind wir soweit eigentlich fast durch. Abschmieren morgen noch, dann läuft er. Wie lange habt ihr jetzt gebraucht? 6 Stunden. 6 Stunden. Sowas? Ja, 6 Stunden, passt wohl. Gleitplatten. Die Gleitplatten sind neu geworden. Schläuche? Ketten? Ja. Die Umlenkrolle wurde auch noch neu gemacht. Ja, aber das gehört da halt bei, ne? Bei den Ketten, wenn man Kette macht, das auch. Ja, wenn die zermackelt sind, sollte man sie schon neu machen, ne? Oder fest sind. Sonst haben wir die Kette ja sofort wieder hin. Zu guter Letzt wird der Kran nochmal auf Herz und Nieren geprüft. Alles funktioniert einwandfrei. Nun kann er wieder eingefahren werden. Einsatzbereit kommt der MAN samt Kran nun wieder zurück auf den Hof. Startklar für seine nächste Tour.